Hier in dieser Schale sind Samen von einem Pflücksalat. Ist sehr schön, sagen wir mal, aussortiert von den ganz anderen Pflanzenteilen, die noch die Salatblüte mit dabei hat. Und ich habe mir die letzten Jahre immer es ziemlich aufwendig gemacht, indem ich einzelne Blüten immer abgezupft habe. So in diesem Behältnis zum Beispiel direkt ausgestrahlt habe. Und dieses Jahr habe ich eine neue Methode gemacht, die mir mein Vater jetzt da gezeigt hat und mit der ich da ziemlich gut und auch sehr schnell die ganzen Salatblüten ernten konnte. Wie jedes Jahr lasse ich sehr viele verschiedene Salatsorten einfach in die Blüte gehen. Ist eigentlich recht einfach. Die kann man zum Beispiel auch im Kopfsalat wie einen Pflücksalat behandeln bzw. auch erziehen. Das heißt, man tut immer anstelle den ganzen Kopf gleichzeitig ernten, immer die äußeren Blätter abzupfen. Dann geht er halt irgendwann in die Blüte und wächst dann in die Höhe. Und wenn er dann die Blüten gebildet hat, einerseits auch für die Bienen sehr gut, dass wenn die dann ausgereift sind, dann bilden sich halt so, ja, wie beim Löwenzahn, so diese weißen Pöllchen. Ich nenne seit früher aus meiner Kindheit immer Fallschirme. Und da ist es dann so, dass ich dann das recht für mich jetzt dieses Jahr recht einfach gemacht habe, dass ich halt einen Karton ausgelegt habe, einen recht großen, die Salatpflanze genommen habe und dann über den Karton einfach ausschüttel. Und dann fällt dann alles Mögliche runter, also alles, was auf der Blüte drauf ist, Pflanzenteile, der Samen und alles. Und das habe ich dann eigentlich regelmäßig gemacht, habe auch ein paar Salatpflanzen da, die an einer etwas ungünstigen Stelle, zum Beispiel bei mir in einem Tunnel zwischen den Melonen war und ich da jetzt recht schwer rankomme, ohne die Melonen zu verletzen, habe ich die dann abgeschnitten und die auch dann auf dem Karton ausgeschüttelt. Und es ist halt so, dass halt am Anfang da ist halt auch immer, das merkt man, wenn diese Blüten, die haben so eine weiße Milch auch, wenn man die aufknacken würde. Und das klebt halt recht stark und diesen Kleber, den haben dann auch noch die Samen. Und wenn man jetzt zum Beispiel einzeln rupfen würde, dann kleben halt irgendwann die Finger und das ist halt sehr aufwendig. Und wenn man es halt auf dem Karton macht, also einfach alles ausklopft, dann kleben zuerst die Samen auch etwas am Karton. Das heißt, die fliegen nicht ganz so schnell weg vom Wind. Man kann die ein bisschen rumtragen. Und da habe ich sie dann an die Stelle gebracht, wo sie halt dann gut trocknen können. Das habe ich dann auch gemacht, mehrere Tage trocknen gelassen. Und dann habe ich es halt so gemacht, was mein Vater mir gezeigt hat, ist, um halt die Samen zu trennen von der Spreu, sage ich mal, halt immer ein bisschen hochschütteln, wenn ein leichter Wind kommt, dass halt dann weil der Samen ein bisschen schwerer ist, dass die anderen Sachen wegfliegen. Und so konnte man dann einfach schrittweise die Sachen dann aussortieren, also den Samen und den Spreu, sage ich mal in dem Beispiel. Und dann habe ich dann hier zum Beispiel ziemlich, ziemlich feine Samen. Also es sind jetzt nur die Samen hier drinnen. Und ja, also wie gesagt, kann ich nur jedem empfehlen. Das kann man eigentlich so ziemlich bei jeder Kultur machen, bei Blumenkohl, bei Rosenkohl, bei Salaten habe ich es ja gemacht. Mangold, einfach da unten was unter der Pflanze rauslegen und einfach versuchen, auf den Karton, der natürlich groß genug sein sollte, das alles auszuschütteln. Vielleicht ein bisschen trocknen lassen, wenn es nicht ganz trocken ist. Und dann kann man dann das Ganze trennen und schön abfüllen. Dann hat man einfach saubere Samen, wenn man die jetzt zum Beispiel verkaufen möchte, tauschen möchte oder einfach zum besseren Lagern, dann muss man jetzt nicht unbedingt, wenn man fürs nächste Jahr die Samentüte raussucht, dann erstmal die ganzen Samen suchen und noch alle anderen Sachen da noch mit aufs Feld rauswerfen. Man weiß eigentlich nicht, was man da eigentlich alles ausgeworfen hat. Mit dieser Methode könnt ihr euch einiges an Zeitspanne hier zum Beispiel dafür nutzen könnt, bei dem wunderbaren, aber auch trockenen Wetter einerseits eure Pflanzen zu gießen, drauf zu schauen, dass sie halt einfach genug Wasser haben und euch nicht austrocknen. Und was ich zum Beispiel mache, einen Haufen Tomaten ernten, da könnt ihr auch die Zeit für solche sinnvolleren und lustigere oder freudebringendere Aufgaben nutzen. In diesem Sinne, wenn euch dieser Tipp gefallen hat, freue ich mich gerne über einen Daumen nach oben, gerne einen Kommentar hinterlassen für den Algorithmus, auch den Kanal kostenlos abonnieren, dabei noch auf die Glocke drücken, gerne auch das Video teilen, weiterempfehlen, Freunden erzählen von mir und meinem Projekt. Und wer mich und meinen Kanal noch weiterhin unterstützen möchte, damit ich weiterhin für euch Videos machen kann, ich bin darauf natürlich auch angewiesen, kann gerne auch eine Spende zum Beispiel hinterlassen, habe Bankverbindungen, PayPal, Patreon, also wer sich, ist alles natürlich freiwillig und wer meint, möchte mich unterstützen, kann das auch gerne machen. Weitere Unterstützungsmöglichkeiten, beziehungsweise ich biete auch noch Coachings an. Also das heißt für die Permakultur schleimfreie Heilkost, biete auch einige Produkte aus der Permakultur, findet ihr alles auf meiner Webseite, könnt ihr auch da gerne vorbeischauen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin,